Wir benötigen dringend Wohnraum, der bezahlbar ist und auch bezahlbar bleibt. In vielen deutschen Städten kämpfen Menschen darum, Wohnungen in öffentliches Eigentum zurückzuführen. Sie fordern den Rückkauf der Wohnungen durch Kommunen und Genossenschaften oder die Vergesellschaftung der Wohnungen durch Enteignung der Wohnungskonzerne. Die Vergesellschaftung und der Rückkauf sind zwei Möglichkeiten, dauerhaft bezahlbare Wohnungen zu schaffen. Zusätzlich könnten die Kommunen selbst Wohnungen bauen, die Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge werden und dauerhaft bezahlbar bleiben. Ein Beispiel? Nach aktuellen Schätzungen braucht Berlin ca. 100.000 bezahlbare Wohnungen. Bisher wurden pro Jahr 750 Millionen Euro eingesetzt, um den sozialen Wohnungsbau zu fördern. Das Geld ging an private Unternehmen, Genossenschaften und landeseigene Wohnungsbauunternehmen. Die entstandenen Wohnungen sind an soziale Mietpreise gebunden, aber fallen nach spätestens 30 Jahren aus dieser Bindung. Danach können sie teuer auf dem privaten Wohnungsmarkt vermietet werden und es müssen neue Sozialwohnungen gebaut werden. Mit einem kommunalen Wohnungsbauprogramm könnten 50.000 der benötigten Wohnungen bis zum Jahr 2030 gebaut werden. Dafür müsste das Programm mit 1 Milliarde Euro im Jahr ausgestattet werden. Dieses Geld wäre investiert, um dauerhaft günstigen Wohnraum in kommunaler Hand zu schaffen. Auch Planung und Bau dieser Wohnungen könnte in kommunaler Verantwortung effizient und wirksam gestaltet werden. Diese Aufgaben ließen sich bei Töchtern der landeseigenen oder kommunalen Wohnungsgesellschaften unterbringen. Der Baubetrieb in kommunaler Hand kann zusätzlich helfen, die Arbeitsbedingungen im Bausektor zu verbessern. Gute Löhne und eine nachhaltige Perspektive in öffentlicher Hand. Damit diese Wohnungen überhaupt entstehen können, werden unbebaute Grundstücke gebraucht. Um die benötigten Grundstücke nach und nach zu rekommunalisieren, könnte ein Bodenfonds mit Mitteln ausgestattet werden. Und schließlich müssen die BürgerInnen mitentscheiden dürfen, wie sich ihr Stadtteil verändert. Sie entscheiden zum Beispiel, wo der Bedarf an zusätzlicher sozialer Infrastruktur am größten ist. So könnte die öffentliche Hand dem Auftrag gerecht werden, angemessenen Wohnraum für alle bereitzustellen.